setz dich, Süßer. Hat nichts hiermit zu tun? Nein. Ja, ruhig, ich schwitze ja schon. Hast ein bisschen Angst oder was? So, dann willkommen zum ultimativen Pärchentest. Mertiz! Wir haben euch ja eben schon einzeln befragt. Jetzt wollen wir mal sehen, ob der jeweils andere die Fragen genauso beantworten würde. Erstmal, kennt ihr das Sternzeichen des jeweils anderen? Da muss ich kurz sagen, ich weiß, wann er Geburtstag hat. Ich auch. Aber ich kenne mich absolut nicht mit Sternzeichen aus. Reicht das aus, wenn ich ein Geburtstag weiß? 11. September hat er Geburtstag. Das ist Sternzeichen. Ich weiß es. Wassermann. Jungfrau. Ich weiß auch, wann du hast. 9. Juli 1997. Hey, du ja auch. Krebs. Scheiße, Alter, das war geraten, aber. Das war geraten. Ey, das ist doch kacke. 1-0. Ach, geht's hier richtig nach Punkten? Das geht hier nicht nur nach Punkten, es geht um Ehre, Stolz, Essenseinladung. Die nächste Frage war die nach dem Lieblingsmusiker oder der Lieblingsmusikerin. Komm du mal an. Also wir fahren ja oft Auto miteinander und da kann er keinen einzigen Text. Also woher soll ich wissen, welchen Musiker du magst? Mein Lieblingsmusiker bzw. den ich oft höre, ist Justin Bieber. Okay. Und er hat Post Malone. Ausgleich, ja. Gut, kommen wir zum Lieblingsessen des jeweils anderen. Lasagne. Kann man gelten lassen. Von Lotti. Kann man nicht gelten lassen? Ja, doch, kann man gelten lassen. Und dein polnisches Lieblingsgericht. Ich hab das auch so gesagt. Das wird, wenn er es weiß, wird das auch genauso antworten. Das habe ich schon mal für ihn gemacht. Ich sag immer dazu polnisches Gericht, weil ich das von meiner Mutter gelernt habe. Wenn er antworten wird, wird er polnisches Gericht sagen. Wie heißt es nochmal? Der polnisches Gericht, ich brauche keine Ahnung. Dann habt ihr beide einen Hund. Kennt ihr denn auch den Namen? Frodo. Aber weißt du, was ich gesagt habe, wo ich gesagt habe, boah, bin ich clever, ich bin dann durch. A, B, C, D, E, F. Ah, Frodo. Das ist stark. Du siehst, da muss man auch zu sagen, er sieht Frodo nicht so oft wie ich Rio sehe. Ja. Was glaubt ihr denn, was der andere an der Bar bestellt? Ich sag eine Cola. Leider falsch. Oder ist mit alkoholischen Getränken? Mit alkoholischen Getränken. Ein Bacardi Cola. Schade. Ein Gin Tonic. Ja, das darf ich auch so fangen. Er hat auch ein alkoholisches Getränk. Ja. Dann tendiere ich echt zwischen zwei. Entweder einfach ein normales Bier. Oder Wodka Red Bull. Entscheid dich. Wenn es so richtig Party-Stimmung ist. Ja, du willst mich jetzt in die Irre führen. Der will mich jetzt in die Irre führen. Jetzt will er so nach dem Motto, ich antworte mit Wodka Red Bull, irre Party-Stimmung, Bier. Richtig. Führung. 3-2, ja? Mhm. Kennt ihr die erste Zahl des Handypins des anderen? 1. Ich hole mal so 8. 2. Die jeweilige Lieblingsserie des anderen. Wie heißt die nochmal? Ich sag dazu mal All Time. Also. Mit diesen Drachen. Wie heißt denn das nochmal? Weiß ich nicht, was du meinst. Ich gebe noch keine Antwort ab. Es ist nur jetzt nur Blacklist. Wie heißt denn das Drachen nochmal? Die mit dem Drachen? Ja. Er ist so Herr der Ringe, so. Nee, die andere hier, die bekannte. Weiß ich nicht. Was du meinst? Ehrlich nicht. Ja, das ist deine Lieblingsserie, aber ich kenne den Namen nicht. Ja, weiß ich nicht, was du meinst. Das ist ein halber Punkt mindestens. Ich muss kurz überlegen. Mach du erst mal. Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich. Darf ich denn. Komm mal. Ich überlege. Kannst du mir einen Tipp geben? So. Hm.
Ich weiß den, glaube ich, auch. Wie heißen die mit den Drogentypen da? Breaking Bad. So ist meine letzte Antwort. Gib mir einen Tipp. Ich gebe dir auch einen Tipp. Es ist hier ein Spiel. Wie gesagt, mit diesen Drachen da, wo rumfliegen, aber der Name weiß ich nicht. Es kann ja vieles sein. Pokémon. Es kann ja Pokémon sein. Das ist, weißt du, kann ich ja auch sagen. Der Typ da mit der Waffe. Ich komme nicht drauf. Game of Thrones. Ja, das ist. Schade, ey. Kacke, ey. Da muss der Tietz selbst entscheiden, ob er dir für die Serie mit dem Kacken. Nein, der wusste das ja. Der wusste das ja. Der kriegt einen Punkt. Der kriegt einen ganzen Punkt, der wusste das. Und Breaking Bad war vom Wortteil her nicht so weit weg, aber es ist Prison, noch einen Prison Break. Ah, zu spät. Entschuldigung. Oh Mann! Nein, ey. Die war auch bei Breaking Bad war auch nicht schlecht. Scheiße. Der liebste Urlaubsort. Schwer bei dir. Also wir waren zusammen schon mal wo. Ich bin ein viel reisender Mann. Ich versuch's aber mit Dänemark. Griechenland. Spanien. Mallorca. Ja, stimmt. Was ist denn das, Spanien? Yeah, ist ja, okay. Ja. Hat er gut gemacht, muss man sagen, oder? War clever gelöst. Ja. Man kann sich zwischen zwei Inseln nicht entscheiden. Ja. Fortnite oder FIFA? Das hat ja jeweils andere. Fortnite. Fortnite. Wir haben ein sehr gutes Duo-Format auch gehabt, muss man sagen. Das ging echt eine Zeit echt richtig, richtig gut. Welche Schuhgröße hat der andere in seinen Fußballschuhen? Bei dir ist ja bekannt, dass du ziemlich fette Füße hast. Deswegen gehe ich mit 45. Das ist falsch. 44. Sneakers hat der 43. Und ich sag dir, in Fußballschuhen hat der. Ich bin nur überlegen zwischen 42 und 42,5. Und es ist bei 42,5 gibt es bei Nike nicht, es ist 42. 42,5, aber privat habe ich 41. Alter, gibt's das echt? Dachte, bei Nike gibt's das nicht. Ist das nicht ein Drittel oder so? 42, ein Drittel? Das bei Adidas, habe ich das verwechselt. Du hast 44? Ich habe 44. 45, ja, war blöd. Okay. Wie alt war denn der jeweils andere bei seinem Debüt in der zweiten Liga? 16. Nee, in der zweiten Liga nicht. Ich war nur in der zweiten Liga. Du hast einen Profikader mitgemacht schon mit 16. Ja, aber genau so Spiel. War das. Ich habe das gerade verwechselt. Und mir vielleicht 18. Ein bisschen besseres Gewissen zu erschaffen, er wusste selber nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. 18. Knapp 17. Ja, okay, dann bin ich aber gut. Da muss ich mir einen halben Punkt geben. Ich sage, mit 16 gehörst du zum Profikader von Karlsruhe. Da kannst du mir schon mal einen halben Punkt geben. Ich denke, da ich dich in der U20 kennenlernen durfte, beziehungsweise musste, da warst du ja 19, ja. Also gehe ich mit 18. Ja, das ist stark. Das ist richtig. Ja. Bei Marvin war es übrigens 17. Welches Tattoo hat denn der andere auf dem linken Oberschenkel? Ich kann es komplett, was der da hängen hat, kann ich alles sagen. Der hat da eine Krone, der hat da eine Palme und ein P drauf. Du hast nur eine Krone und ein M. Und wofür stehen P und M? Das wollen wir nicht mit den Fans teilen. Ich hab schon gesagt. Mit einem M drauf. Das steht für Marvin und Mallorca. Und bei der nächsten Frage gab es gravierende Unterschiede in der Antwort. Nämlich, wer besser Englisch spricht. Klar, of course. Hand aufs Herz. Hand aufs Herz. Ich rede brutales Englisch, wirklich. Du hast den Akzent. Den Akzent so kannst du. Nee, das macht viel aus. Ich rede sogar mit einem Akzent. Super. Stell mal vor, wir gehen jetzt nach England. Wir würden uns unterhalten mit der Barkeeperin. Ja. Würdest du da dich besser unterhalten können als ich mit ihr? Okay. Gehen wir einfach jetzt mal Szenarien durch. Okay? Ja. Du? Bist jetzt das ist so lächerlich. Du bist jetzt an der Bushaltestelle ja. Und fragst jetzt den Busfahrer, macht keinen Sinn, wie spät wir es haben und wann das Wochenende von, wann das Wochenende Huddersfield spielt. Los.
Den Busfahrer soll ich fragen. Ja, genau. Wie spät soll ich fragen? Wie spät wir es haben und wann am Wochenende Huddersfield spielt? Sorry, when. Was soll ich fragen nochmal? Wann Huddersfield spielt und wie viel Uhr es ist, ne? Sorry, what's the time? And when is the game at the weekend against Huddersfield? Und du? Du stellst ihm auch eine Frage. Ein anderes Szenario. Darfst dich nicht darauf vorbereiten. Du entschuldigst dich erstmal, dass du dich so komisch von der Seite ansprichst, mit einem einfachen Sorry. Und dann fragst du, wie viel Geld sie auf der Bank hat und ob sie dir gerne was abgeben würde. Okay. Also, wie viel Geld sie auf der Bank hat und ob ich davon was haben will. Ja. Sorry, excuse me. How much money you have on your bank account? Maybe you can give me a little bit. Ja. So, jetzt entscheidet ihr, was besser ist. Das sollen die Fans entscheiden. So, und dann habe ich jetzt für jeden von euch noch zwei Fragen mit drei Antwortmöglichkeiten. Zwei Fragen mit drei Antwortmöglichkeiten. Die sich jeweils um die Fußballkarriere des anderen drehen. Das heißt, einer kann sich immer kurz zurücklehnen. Wie viele Spiele hat Marvin denn schon in der zweiten Liga absolviert? Antwortmöglichkeiten 70, 95, 120. 120. Richtig. Wie viele Tore hat Philipp in der zweiten Liga schon erzielt? 8, 11, 17. 17. Sind 11. Fuck. Gegen welches Team schoss Marv keinen Doppelpack? Hamburg, Sandhausen, Hannover. Boah. Also gegen HSV hat er getroffen mit einem Doppelpack. Hannover auch. Gegen Sandhausen. Gegen Sandhausen hat er auch doppelt getroffen. Gegen Hannover war es nur einfach. Deine Chance zum Ausgleich. Gegen wen sah Tietz die einzige rote Karte seiner Profikarriere? Rostock. Da wo er nachgetreten hat am Boden. Rostock, Mannheim oder Zwickau? Das war auch muss man. Was gab's? Tut mir Rostock, leid, das Zwickau? Macht man nicht. Rostock, Mannheim oder Zwickau? Das war, glaube ich, Zwickau. Falsch schon wieder. Wir waren in Rostock. Vielleicht hätte man nach eurem Spanisch fragen. Boah, como está, dice señor. Una cerveza, una cerveza. La cuenta, por favor. Uno, dos, tres, cuatro. Aber gut, darüber diskutieren wir gleich. See you later. Bye. See you. Good night to meet you.